Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute wollte ich eigentlich mich zum ersten Mal auch mal zeigen im Video, aber das Problem ist halt einfach, mit dem Haarschnitt, wo ich gerade habe, würde das relativ ja nicht so gut aussehen, weil ich brauche endlich einen Haarschnitt, einen gescheiten Haarschnitt, ja, und dann kann ich mich auch zeigen. Aber ich wollte mich jetzt nicht mit meinen verschnittenen und langen Haaren zeigen. Irgendwie wäre das auch nicht wirklich professionell, finde ich. Und daher, einfach wieder mal ein Bild und eine Geschichte von mir, beziehungsweise dieses Mal geht es ins Richtung Philosophische, weil ich will endlich auch mal ein philosophisches Thema ansprechen. Das ist jetzt auch nicht so extrem philosophisch, aber es geht zumindest in der Richtung. Das beschäftigt sich einfach das Thema, alles ist relativ, ja. Und also Leute, ich sag mal so, ja, ich kann ja von vielen persönlichen Erfahrungen auch sprechen. Und ich will auch nicht um den heißen Brei drum reden, weil es ist einfach so, Leute, viele Leute, ja, die ihr im Leben treffen werdet, ja, die sind es einfach nicht wert, dass ihr euch über diese Leute irgendwie großartig Gedanken macht, darüber euch aufregt, warum sich jene Person so verhalten, wieso ihr im Nachhinein denkt, ja, warum hat es nicht zu einer Freundschaft geführt oder warum konnte man keine Beziehung zu dieser Person eingehen und letztlich eine gemeinsame Basis haben, weil es ist einfach so, Leute, im Leben über all die Leute, wo ihr euch dann Gedanken macht in der Zukunft. Das sind oftmals Leute, die nicht mal 30 Sekunden über euch überhaupt im Leben nachgedacht haben, wenn überhaupt, ja. Und warum solltet ihr euch für irgendwelche Leute, sage ich mal, ärgern, die es einfach nicht wert sind, ja, die einfach nicht, die überhaupt nicht wert, eure Zeit wert sind, beziehungsweise worüber ich überhaupt Gedanken machen wollte. Weil diese Leute interessieren sich auch nicht für euch, ja. Und da müsst ihr nicht irgendwie, sage ich mal, großartig darüber nachdenken, wieso und warum bestimmte Leute sich so verhalten, ja. Und was ich mit relativ meine, ist einfach, natürlich kann ich das verstehen, dass ihr, gerade beim Zwischenmenschlichen, beim Sozialen, was das angeht, dass man da gute Erfahrungen machen möchte. Ja, aber heutzutage, Leute, ist es einfach so, dass man relativ selten gute Erfahrungen macht. Ja, wenn ihr Glück habt, sage ich mal, findet ihr wirklich ein paar Leute, mit denen ihr so reden könnt. Aber was Freundschaften und, sage ich mal, selbst nur lockere Freundschaften angeht, ja, das ist alles heutzutage eigentlich kaum noch möglich. Und ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass die Kinder von heute, ja, die heute aufwachsen, wenn die ins Teenageralter kommen, beziehungsweise wenn sie erwachsen werden, vor allem Dingen, dass auch diese Leute noch weniger, sage ich mal, mit Freundschaften was zu tun haben, sage ich mal, unsere Generation, als wir noch Kinder waren, ja. Und ich hatte auch ein Video gemacht über das Thema Freundschaft. Will ich eigentlich auch nicht länger alles darauf so eingehen. Ja, darüber habe ich ja schon gesprochen. Aber Leute, versucht irgendwie alles relativ zu sehen. Und wenn ich davon meine, ist, versucht irgendwie irgendwas zu finden, was euch glücklich macht. Ja, was euch Freude bereitet. Und das ist natürlich wirklich unterschiedlich. Ja, also Hobbys sollte man schon haben, aber und ich kann natürlich auch verstehen, dass wenn ihr ein Hobby, sage ich mal, habt, dass ihr da auch wieder sozialen Kontakt haben möchtet. Aber wie gesagt, das ist ja kaum noch möglich, weil die Leute sind alle irgendwie mit ihren Smartphones beschäftigt oder mit dem Internet oder mit Social Media, dass da das Zwischenmenschliche eigentlich kaum noch Gewicht hat. Und das wird immer jetzt, und durch Corona ist es noch mal weniger geworden. Und ich glaube auch, durch diese massive Inflation, die wir jetzt haben und die noch schlimmer werden wird wahrscheinlich, dass die Leute eigentlich nur noch ans eigentliche Leben denken. Ja, jedes auf sich bezogen. Und es geht auch um den wirtschaftlichen, letztlich ja, um den wirtschaftlichen Erhalt von vielen Leuten. Und da ist natürlich dann keine Zeit mehr für irgendwelche
Kontakte zu pflegen, ja. Und was ich euch sagen will, wenn ihr irgendwie die Möglichkeiten habt, ja, wenn ihr, sage ich mal, bestimmte Hobbys habt, ja, ob das jetzt der Sport ist oder ob das das Verreisen ist, ja, ob das vielleicht, sage ich mal, euer Job ist oder die Uni oder irgendetwas, ja, oder auch meinetwegen natürlich auch das Internet oder auch Filme oder Gaming, ja, auch solche Sachen, ja. Wenn euch das Freude bereitet, Leute, beschäftigt euch lieber damit, als irgendwelchen Leuten, sag ich mal, großartig den Kontakt aufzusuchen, die sowieso von euch höchstwahrscheinlich nichts wissen wollen, weil die erstens auch nur ihre Zeit vertreiben wollen, beziehungsweise es nicht ernst meinen und euch vielleicht auch nur ausnutzen wollen, ja. Das sollte man auch nicht vergessen. Und ich bin mittlerweile auch so, dass ich nicht mehr, sage ich mal, so wie früher auf alle Leute, sage ich mal, ja, unbedingt, sage ich mal, in tiefen Kontakt oder tiefen Freundschaft suche, ja, weil man kennt ja diese ganzen Enttäuschungen, wo man immer gedacht hat, ja, da kann sich mal was entwickeln, da ist mal was möglich und dann hat sich daran doch nichts ergeben. Und manchmal war es dann auch so tatsächlich, dass ich mir auch mit Leuten, die ich, sage ich mal, ja, aus früher gekannt habe, als ich den Kontakt mit denen wieder gesucht habe, bekam ich be teilweise Beschimpfungen und Beleidigungen, ja, zum Beispiel von der, ja, von meiner Uni-Zeit, wo ich natürlich auch den Kontakt, sage ich mal, suchen wollte zu einigen Personen und dass da teilweise, sage ich mal, ja, also wirklich, ja, verachtenswerte Kommentare kamen, bis auf Beleidigungen kann man schon so sagen, oder zumindest nach dem Motto, was willst du von mir? Ja, und deshalb will ich euch einfach sagen, Leute, haltet viele, viele Leute in eurem Leben auf Abstand. Ja, das ist wirklich ein gut gemeinter Rat, weil die Leute sind es eigentlich so gut wie gar nicht wert, dass ihr irgendwie mit denen was zu tun haben wollt, weil die auch von euch nichts wissen wollen. Ja, und gerade wenn ihr, sag ich mal, Gutmenschen seid oder so. Dann werdet ihr sowieso fast nur ausgenutzt und dann fallen gelassen wie ein heißer Kartoffel, wenn es drauf ankommt. Und ja, was ich damit meine mit dem Relativ ist es einfach, dass ja, es ist einfach so ist, dass es natürlich alles schmerzhaft ist, diese Enttäuschung, was das Soziale angeht. Aber ihr müsst euch auch auf das Positive konzentrieren. Und das sind meiner Meinung nach eure Hobbys, ja. Wenn ihr irgendwelche Hobbys habt, habt damit Spaß, habt damit Vergnügen, ja. Weil wenn ihr eure Hobbys nachgeht, ja, wie das Verreisen, wie Gaming, wie den Sport, da werdet ihr weniger enttäuscht, Leute. Glaubt mir, das viel weniger enttäuscht, als mit irgendwelchen Leuten den Kontakt zu suchen, die ja, die letztendlich maximal euch enttäuschen werden, schlimmstenfalls ja, euch auf eine Art enttäuschen wollen, wo ihr glaubt, wow, was sind das nur für Menschen, ja? Und das wollte ich euch einfach sagen, dass wenn ich jetzt sage, dass alles relativ ist, meine ich einfach damit, es kann immer noch schlimmer kommen, ja? Es kann immer noch schlimmer kommen und schlimmer ist es, wenn man nicht mehr mal seinen Hobbys nachgehen kann, wenn man überhaupt keine Möglichkeiten hat, ja, sag ich mal, zu verreisen, seinen Sport zu treiben, seine Tätigkeiten nachzugehen. Ja, also all das, was uns auch ein bisschen, sag ich mal, gefällt und das Leben ein bisschen positiv gestaltet. Ja, und es kann auch nur das Wandern sein. Ja, zum Beispiel Wandern ja, in der Natur wandern. Ja, das ist sowas zum Beispiel. Ja, einfach irgendetwas, was euch Freude bereitet, weil. Ich sag mal so, Leute, dass das Zwischenmenschliche ist wirklich mies geworden. Ja. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm geworden. Und da ist man natürlich enttäuscht. Ja. Da ist man natürlich schon enttäuscht. Aber wie gesagt, versucht es irgendwie nicht darüber so nachzudenken. Und denkt immer daran, dass natürlich das nicht schön ist, ja. Wenn man auf so asoziale Leute immer wieder trifft in seinem Leben, aber dass man auch sagen kann, okay, relativ ist dann doch, dass ich hoffentlich gesund bin, dass ich finanziell ausgestattet bin,
dass ich einen adäquaten Ro Wohnraum habe, ja, und dass du halt auch deinen Hobbys nachgehen kannst. Wenn du diese Punkte hast und natürlich eine harmonische Familie, ja, das ist auch nicht immer gegeben heutzutage. Wird ja auch immer, die Familie hat ja auch nicht mehr den Wert wie früher. Aber wenn ihr, sag ich mal, relativ, sag ich mal, ja, es ist die Sachen in eurem Leben habt, die ihr euch wünscht, wenn auch nicht alles, ja, weil alles kann man wirklich nicht erreichen. Ja, ich habe ja auch, sag ich mal, immer einige Sachen so im Kopf gehabt, die ich dann teilweise nicht erreicht habe, beziehungsweise erst spät erreicht habe. Und dann denkt man sich halt auch, ja gut, hättest du da nicht was anders tun können, hätte ich natürlich machen sollen. Aber ich denke mir mittlerweile, okay, das ist alles relativ. Du stehst jetzt besser da als vor ein paar Monaten noch, ja. Ziemlich besser. Wenn auch nicht alles perfekt ist, aber das perfekte Leben gibt es nun mal nicht. Gerade seit 2020, ja. Und wenn es halt nicht im Sozialen mehr wie so klappt wie vor 20 Jahren oder gar 50, 60 Jahren, will ich erst gar nicht reden, oder vor 102 Jahren, ja. Wenn das einfach nicht mehr alles möglich ist, Leute, dann beschäftigt euch auch mit anderen Sachen, ja. Seid nicht enttäuscht, wenn irgendwie Leute auch nach 5 oder 10, 20 Jahren auf einmal den Kontakt mit euch abbrechen. Ja, das ist ja normal mittlerweile. Nimm das einfach hin, wie es ist. Ja, es ist schwer. Ich tue mich immer noch damit schwierig, aber nicht mehr so wie früher. Weil es mir einfach Energie nimmt, ja, weil es mir dann auch wieder Kummer bereitet, beziehungsweise dass man einfach dann sauer ist. Und das ist unnötig, weil ich sag mal so, zu viel Stress, so viel Stress und Sorgen im Leben bringen auf Dauer überhaupt nichts. Ja? Und wenn ihr Glück habt, findet ihr ein, zwei, drei Personen, mit denen ihr euch gut verständigt, und nehmt das mit. Und wie gesagt, konzentriert euch auf eure Hobbys, weil alles andere, da wird man relativ enttäuscht werden, ja. Und wenn ich sage jetzt hier auch, alles ist relativ, dann ist das so, ja. Dann ist das so, dass ihr immer ans Positive doch denken müsst, ja. Auch wenn es scheiße, sage ich mal, läuft, ja. Auch wenn es ganz schlecht läuft, wie wir alle mal solche Phasen gehabt haben. Einige länger, einige kürzer. Aber dann wiederum wird es auch wieder besser laufen. Wenn auch nicht perfekt. Wenn ich auch sehe, okay, es ist schwierig mit vielen Leuten, sag ich mal, mit den meisten, mit 90, 95% aller Leute einen guten Kontakt herzustellen. Das ist natürlich nicht gut, ja. Überhaupt nicht gut. Aber es läuft in anderen Bereichen gut, ja. Es läuft in anderen Bereichen gut bei mir, und ich hoffe auch bei euch. Und das ist das, was zählt. Und das wollte ich euch einfach sagen. Und ich würde mich natürlich auch sehr interessieren, was ihr darüber denkt und was ihr für so Erfahrungen gemacht habt. Bis dahin, Leute.